Freunde, was geht? Shadow Time. Jetzt behalten wir oder verhalten wir uns bedeckt, bedeutet, jetzt bekommt ihr kein Form-Update mehr. Vielleicht heute noch einen auf Instagram das letzte Mal, wenn ihr das Video seht. Auf jeden Fall nicht mehr. Wir haben ein paar Wochen noch bis zum Wettkampf und es stellt sich heute raus, ob wir am 21. gehen oder am 28. Also Adam weiß, dass wir auch am 21. machen können, aber vielleicht doch am 28. Mal schauen, was halt besser ist. Wir sind jetzt gerade eben hier am Bestensee 24/7 Fitnessstudio. Bestensee, wie schon der Name vom Fitnessstudio sagt. Wir geben auf jeden Fall Gas. Wettkampfvorbereitung läuft, Posing läuft, die Kür ist auch schon fast fertig, Streifen im Arsch kommen. Ich habe einen Posing-Coach, Freunde, das ist der Beste aus Amerika. Wirklich krass, der hat richtig viele Klienten und so. Wir haben auch so telefoniert, der hat so gesagt, so, wenn jemand fragt, so, weil er auf einer Hochzeit war, was er für Arbeit macht, sagt er, ich FaceTime den ganzen Tag mit Leuten. Das sind meistens Männer, die nackig vor mir posen oder also so in Unterhose vor mir posen. Wie heißt er denn? Daniel Carfin. Ja, Mann, der ist auf jeden Fall sehr stark. Warum ein Posing-Coach, Freunde? Weil ich natürlich das Maximum aus mir rausholen will. Wo wir auch letztens mit Brian schon gedreht haben. Ich hatte da schon den Daniel Carfin schon ab und zu FaceTime gemacht, glaube ich, 5 Mal oder so. Jedes Mal so eine halbe Stunde. Ist auf jeden Fall stabiler Preis. Aber es ist auf jeden Fall wert. Das, was ich da dazugelernt habe, in dieser innerhalb kürzesten Zeit, allein meine Frontliner-Pose, die sah davor ohne Spaß trashy aus. Kann ich verstehen, warum manche so gesagt haben. Er sieht aus, er sieht nicht classic aus. Er hat wenig Körperfett und so weiter. Wie ihr schon merkt, meine Lippen sind so. Das hat einfach beibehalten über die Jahre. Handywecker stellen. Ich halte mich auch jetzt in meinen Pausenzeiten. 1,5 Minuten. Und ne, 1 Minute, glaube ich. Was sagt er? Plan 90. Okay. 1,5 Minuten, also alles 1,5 Minuten Pausen heute. Halbzeit. 7. Damals, wo ich 15 war, weiß ich, mein Frühstück war, ich hatte 30 Eier, 200 Gramm Schinkenwürfel, 300 Gramm Hähnchen, 6 Scheiben Toast, Hela, Curry-Ketchup obendrauf geknallt, das war mein Frühstück. Da warst du auch noch fett? Nö, das war nach meiner Magersucht, da habe ich angefangen aufzubauen. Das war mein Frühstück, Alter, und das habe ich eine Zeit lang echt jeden Tag durchgezogen. Das ekelhafteste Frühstück war 100 Gramm Whey, 200 Gramm Instant Oats auf Ex getrunken, haben uns auch 300 Gramm, das war richtig ekelhaft, dann hatte ich noch 200 Gramm Lachs und 6 Eier. Und dann noch irgendwas dazu. Junge, ich habe fast jeden Morgen gekotzt, weil ich immer das kurz vom Busfahren genommen habe. Und dann bin ich halt noch mal zum Bus gerannt mit dem vollen Ranzen. Immer auf den letzten Drücker, Alter, damals. 8. 9. 10. WD-40 kann auf jeden Fall helfen. Wenn ihr so merkt, Alter, auf einmal ist der Kabelzugturm, den du immer benutzt, scheiße. 8. 9. Dann, ne? Aber hier in dem Gym läuft alles super flüssig eigentlich. Bis auf den Griff jetzt hier. Sonst alles bei dem Gym hier super. Ich habe noch 2 Sätze. Dann sind wir schon mal Bizeps durch. Bin echt mal sehr gespannt, wie alles dann aussehen wird. So am Ende. Was dran bleibt. Wo die doch die wirklichen Schwachstellen sind. Yep. Sieben. Langsam. 8. 'N bisschen nicht so ein starkes Ziehen im Ellenbogen, aber so. Dann sagt, okay, jetzt mache ich auf jeden Fall nicht mehr Gewicht. Passt. Patrice ist gut aufgepumpt.
macht Spaß. Aber was ich das halt merke, Freunde, ist so, dass ich das Training immer, immer ernster nehme. Den Ablauf bis zum Training, also davor die Phase, okay. Ich darf nicht zu lang verdaut haben, ich darf nicht zu wenig verdaut haben, es muss alles perfekt sein. Davon, ich will auch nicht zu früh ins Training mit zu wenig Mahlzeiten oder so. Ich brauche ein bisschen Kohlenhydrate beim Training. Das sind Kleinigkeiten und beim Training. Ich rede auch gar nicht beim Training, so wie jetzt. Ich bin da wirklich, ich halte mal in der Fresse. Ich gebe immer nur Vollgas. Ich brülle ab und zu auch beim Training, beim Beintraining vor allem zur Zeit. Das letzte Beintraining war geisteskrank. Ich führe auch immer Selbstgespräche. Das ist richtig krass, also, das habe ich schon das letzte Mal, glaube ich, gesagt. Ich rede so mit mir selber. Komm jetzt, komm. Jetzt. Alles. Komm, aggressiv, bam, bam. Vor dem Satz mich so selber aufhypen und dann gebe ich ihm halt aber so richtig. Gibt's richtig auf die Fresse. Sterbe ich fast beim Satz, ehrlich. Kurz. Auf jeden Fall schon Streifen, also hier am Außenseite am Trizeps. Und hab vorhin gesehen, wo ich eine Mikrowelle, wo ich im Ofen, auch bei der Ofenspiegelung so geflext habe, habe ich auch hier schon welche gesehen. Streifen kommen durch. Statt Form zu zeigen, kann ja auch ein bisschen was labern, oder? Ich muss noch 10 Minuten Cardio jetzt noch gleich machen. Habe jetzt noch 2 Sätze, dann hintere Schulter, 4 Sätze, schön fette, geil reinziehen. Also es ist jetzt gerade so ein Punkt in der Diät, so gehe ich jetzt aufs Klo oder gehe ich jetzt nicht aufs Klo. Bin nur einmal zur Not hingegangen, weil einer geschissen hat und ich musste richtig hart pinkeln. Bin ich auf die Frauentoilette gegangen. Keine Angst, ich setze mich immer hin. Oh, fuck. Oh, da, fuck, Alter. Siebene. Achte, fuck. 9. 10. 11. Oh, scheiße, super. Super, Baby, super. Das Laufband hat gerade so einen Ruck gemacht. Ich musste fast kotzen gerade machen. Mal so auf Stufe 10 aufwärts. Und dann mache ich so 4 bis 5 km/h. Von Laufband zu Laufband, das ist immer unterschiedlich. Auch im Aufbau gerne Cardio machen. Okay, ihr könnt ja auch nicht auf die Herzfrequenz von diesen Cardiogeräten verlassen. Aber bei mir merke ich das auf jeden Fall, wenn ich anfange zu schwitzen, bin ich bei 120. Und ich merke es jetzt gerade in meinen Schienbeinen. Jetzt fange ich an zu schwitzen und ich bin jetzt bei 118. Also, Körpergefühl auch entwickeln. Ja gut, Freunde. Komisch, Digga. Was quatschst du hier ins Video rein? Was quatschst du denn ins Video? Jetzt gehen wir einkaufen, Rewe. Wir können auch bei Netto reinschauen, aber ich glaube, die haben keine guten Die haben keinen Pfifferling auf jeden Fall, die haben nur normale Champignons. Kein Bock auf die. Und du musst sehr lange warten an der Kasse. Kein Bock. Es sei denn, du lächelst die vor dir an und die lassen dich dann immer weiter vor, so wie ich gerade. So wie bei Family Guy. Kennst du diese Folge so? Ja, schöne Leute können nach vorne. Kennst du das? Wo er sich schön gemacht hat und so. Das ist, ja, klar. Und dann so, ja, du bist doch wunderschön. Wir schönen Menschen, uns wird die Tür aufgemacht. Wir dürfen immer sofort in die erste rein. Ich kenne es auch. So auf die Art, ne? Kennst ne. du auch, René? Ja. Oh, toll. Dankeschön. Ja, siehst du. Mach dich mal wieder. Fährst du jetzt wieder? Was? Warst du wegen den 3 Videos jetzt da? Ja, Digga. Stabil, ja. Hau rein. Ja. Ich esse zurzeit ziemlich gerne Pfifferlinge bzw. Pilze, aber die Pfifferlinge sind schon quasi zugeschnitten, die hau ich einfach so in die Pfanne. Ab und zu wasche ich die auch nicht ab, sondern hau die einfach wirklich so rein. Also mein Kühlschrank ist jetzt die Hälfte befüllt mit Pfifferlinge auf jeden Fall. Ich brauche die halt täglich für meinen Kuchen, für mein Frühstück. Eine Packung Kuchen, brauche ich dann nachher nochmal eine? Nein. Doch. Ja, ich habe gerade Soja-Joghurt genommen. Schmeckt zurzeit sehr gut. Das ist auch für dich? Ja. Warum? Weil ich darauf Lust habe. Habe ich das letzte Mal probiert, war ganz gut. What? What the fuck? Aber warum kein normales? Je nach Lust und Laune. 104 Kalorien auf 100 Gramm, 1,7 Gramm Fett, 18 Gramm Eiweiß. Dass man das, warte, ich wollte nur eine packen. Dass man das Mahl drin hat, ist doch nicht schlimm. Die Abwechslung macht auf jeden Fall dein Leben schöner, würde ich mal behaupten. Weißt du? Außer bei Frauen. Ja. Das auf jeden Fall. Da sollst du nur bei einer bleiben. Wenn du eine hast, sollst du auch nur bei einer bleiben. Sag euch, ihr Penner, wenn ihr mir den hier leer kauft, weil ich das jetzt gezeigt habe, dann fick ich euch. Oder jeder Bodybuilder kauft diesen Käse. Ja. Es gibt keinen, der den nicht kauft. Ich habe einmal was gezeigt im Supermarkt damals und ich war da nicht ultra bekannt. Und auf einmal war der Scheiß in meiner Gegend komplett ausverkauft.
Deswegen sage ich jetzt, mir kauft mir meinen Körning Frischkäse. Ja, Alter. Aber weißt du, was ich letztens gekauft habe? Ich war im Kaufland und im Tiefkühllager gab es Thunfischfilet. Geisteskrank. 101 Kalorien auf 100 Gramm. Man sagt immer so, ja, so Fleisch wie Fleisch. Nur es hat 0,7 Gramm Fett und 23 Gramm Eiweiß. Das ist ein geisteskranker Wert. Was hat's gekostet? Weiß ich gerade nicht. Ist sehr teuer. Weiß, Thunfischfilet ist teuer. Aber weißt du, das hat diese Abwechslung. Ich hole mir mal auch so ein Soja-Ding einfach und dann bin ich auch fein damit, weißt du? Dann habe ich hier noch Exquisa, den da. Der ist ganz nice. Der ist ein bisschen teurer auf jeden Fall. Aber man kann den noch mit extra Wasser anmischen, hat man noch ein bisschen mehr Masse. Und der hat auf 100 Gramm 52 Gramm Kalorien, Eiweiß 8,5 Gramm. Nicht so wie Magerquark, natürlich Magerquark ist viel günstiger, aber hat auch mehr Kalorien, oder 20 Kalorien mehr auf 100 Gramm. Und auf Prep ist jede Kalorie, die du dir einsparen kannst und dafür mehr essen kannst, sehr viel wert. Also so ist halt mein Gedanke. Ich habe auch mit Luca Reger geschrieben, ich habe ihm so gesagt, isst du wirklich 50 Gramm Reis jetzt vom Training? Er hat so gesagt, ja, was soll ich denn sonst machen? Ich werde ihm einfach mal mein Diätbuch mal zuschicken, dann, dass er da... Vielleicht solltest du deiner Konkurrenz keine Tipps geben. Irgendwann. Jetzt noch nicht, aber irgendwann ist er auch deine Konkurrenz. Ich habe eigentlich so ziemlich alles zu Hause. Ich brauche nur noch Tiefkühlzeug und Milch durch. Wir haben auch Kalorienölspray von ESN auf jeden Fall an dieser Stelle. Wenn ihr jetzt nicht für Isoclear hier 600 Gramm 36,90 zahlen wollt, sondern für ein ganzes Kilogramm noch weniger Geld mit Code Johnny maximal sparen wollt, holt euch bei ESN mit Code Johnny. Im Fall könnt ihr euch eindecken, Kraft, Kreatin, Subs und Co. Da haben wir eine gute Aktion am Start und zwar, ihr könnt Kreatin jetzt noch Angebot bekommen. 20% reduziert auf die Dose. Dann kommen wir auf jeden Fall auf einen richtig geilen Preis. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Das mache ich jetzt. Ich hole mir jetzt hier nichts, weil ich habe zu Hause genug Sachen, bis auf das Ölspray. Das habe ich jetzt nicht zu Hause. Das ist mir aber sehr, sehr wichtig. Das hilft mir auf jeden Fall auch in der Prep. Weil wenn du einen Schuss Öl reinmachst, dann ein Tuch benutzt und das du wieder ausreibst, schmeißt du eigentlich nur Öl und Zewa weg. Das bringt halt nichts. In meinen Kuchen kommt immer saure Kirschen rein. Tiefkühl, beste der besten, ohne Spaß. Das ist so mein Lieblings... Ding, was ich da reinmache in meinen Kuchen. Aber dieser Heidelbeer-Mix ist auf jeden Fall auch sehr stark. Aber irgendwie, was ich komisch finde, in England haben Früchte und Pilze und alles Mögliche weniger Kalorien. Ich check das nicht. Das ist so verwirrend. Vielleicht messen die einfach anders. Was hast du bezahlt? 104 Euro. Okay. Ich habe erst 184 verstanden. Aber was natürlich viel kostet, ist... Allein die Pilze waren 30 Euro. Die Pilze sind zurzeit echt ohrsteuer, Alter. Aber was sind Pfifferlinge? Pfifferlinge sind immer teuer. Ja, aber die schmecken halt, helfen mir. Die mir, weißt du, das Problem ist, also im Aufbau werde ich safe nur noch Beef essen. Wir fahren jetzt zu dir, quatschen mit Adam, besprechen nochmal den ganzen Ablauf für die nächste Zeit, was auf alle zukommt, auf dich, auf die Zuschauer, wenn sie dich weiter verfolgen. Genau. Und dann machst du das. Ein spannender Moment für mich selber. Mein Kuchen kommt wieder aus der Mikrowelle. Ich habe heute nur den halben gegessen. Jetzt seht ihr ein wunderschönes halbes Ding, zwar nur, aber so sieht der Kuchen aus, hatte. Halt die mal noch hier ins Licht. Sieht man hier das beste Licht besser? Hier, man kann richtig gut anpacken. Blaubeeren sind am Start. Das ist mein Kuchen, Mann. Geil. Zap, zaraps. Glatt. Dankbar. Ich bin einfach dankbar, Alter. Den hau ich mir jetzt rein, dann ruf mir Adam an. Do you know now which day we are going to look for? Which is better for you with time, you know what I mean? Yeah. It's better for you to go in on 21 or 28? How far from your home? It doesn't matter. The 21st would be not so far away. It's like 3 hours less than to drive to Augsburg from here. Is any airport up there? There is an airport. In Augsburg there is an airport. Ja, aber von Berlin nach Augsburg ist wahrscheinlich nichts fliegen und dann zum Flughafen fahren und dahin fahren ist wahrscheinlich auch mehr Stress als Autofahren. Ne? I have to check. Maybe I will come to help you with everything. If you want. I would love to have you, for real. I would love to. And also, the people on the YouTube would like to see you not only on FaceTime, they would like to see you also in real life again. Then they have to pay extra to see my body. Ooh. On this first show, I like to do some natural stuff, like natural diuretics, of course. I do everything much. Most free as possible, you know what I mean? You know me, with time, and you know I try to get it most healthy as possible. Yeah, healthy as possible, yes. It's also really important to me too. We're going to see, I think you said my body fat is low,
but I just hold water. Yes, a lot. A lot. I think when you get the rest, like 2-3 days, and sleep a lot with some antioxidant and some stuff to get out the inflammation, your body will change drastically. You will see, I promise you, because I know what happened with your body. No, normally, fat cells is not disappeared. They are just getting smaller and smaller. You have it a lot. Make good proportions of food, good proportion of salt or minerals, and good loading, because when we lose a lot, too much water, then your body will be flat and nothing change. We need to get your skin a little bit more tight. You know what I mean? Yes, I feel it. Yes. If we need more time, then we should choose the 28th to shoot for it. You know, but it's regional. You know, I know you are doing it, of course, in some percent for YouTube and for your fans. But sometimes it's better to get maybe that faster show, 21 of September, and then we have more time to prep to Vegas, because after the show, your body needs like 2-3, maybe 4 days to get water back, to get all these electrolytes. Diuretic time, you know. Yeah. You know what I mean. My heart tell me 28, but my mind 21. Okay, so you have to battle mind and heart. You have to battle tonight, right? Would you like to tell me maybe the result tomorrow, maybe? I hope so. I sit in my home, check your update and everything, and we will see how it's going. Yeah. How it will go, because, you know, we can't make decision in 1 second, and later we will be sad because we changed something wrong, you know what I mean? Yeah. But I think on this time, in 80%, I think 21 will be better. Thank you guys for watching. Keep updated on Instagram, on YouTube as well. And follow Adam, please. Adam Rebis, my coach. He is crazy coach. He does predators. Prep. He does predators. he's making predators athlete. He makes like competitions for you. Also Wettkampfathleten und so weiter und so fort. Egal woher ihr seid. It doesn't matter if you speak, if you're from other countries. You just have to speak English or Polish. That would be great. As well, but he can coach you anytime, or Russian also. So yeah, check him out if you need a hardcore coach. He's one, and he's my coach. Yeah, thank you guys. See you next time. Yeah, buddy.